Wenn in alle paar Minuten ein Kind auf der Welt an Hunger stirbt, dann ist das kein bedauerlicher Tod, sondern dann wird dieses Kind ermordet. Diese Nachricht verdanken wir John Ziegler und er hat es immer wieder gesagt in seinem neuesten Buch. Ändere die Welt. Sein neuestes Buch hat er mitgebracht. Es heißt Ändere die Welt. Es ist eine Aufforderung an uns alle. Herzlich willkommen, John Ziegler. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist eine große Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen. Wenn jemand auf diesem riesigen Platz meint, dass auf dieser Alp da oben in Elmau autonome, selbstbestimmte, souveräne Menschen zusammenkommen, dann irrt er sich. Wer da zusammenkommt, auf dieser Alp, wer da zusammenkommt, das sind Befehlsempfänger, Ausführungsgehilfen, Handlanger. Handlanger der Konzerne. Auf dieser will leben unter der Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Eine einzige Zahl, Weltbankstatistik letztes Jahr. Letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, vom Finanz bis zur Industriedienstleistung zusammengenommen, 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Also alle in einem Jahr auf der Welt produzierten Dienstleistungen, Kapital, Patente, Waren und so weiter. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die diktieren ihren Willen, auch den mächtigsten Staaten. Die Demokratie, die wir leben, ist heute eine weitgehend simulative Demokratie. Die Konzerne, die Herren dieser Welt, die Herren dieser Welt entfliehen jeglicher nationalstaatlicher, interstaatlicher, gewerkschaftlicher, parlamentarischer Kontrolle. Sie haben eine einzige Strategie und das ist auch ganz normal, das ist die Profitmaximierungsstrategie. Hey, jetzt mal Schicht hier! Hey. Es geht nicht um Gut und Böse, Sie die Schlechten, wir die Guten, das wäre seichter Idealismus. Was immer auch die Motivationsstruktur von Herrn Brabeck, Präsident des größten Nahrungsmittelkonzerns der Welt, Nestlé ist, und er ist ein ziemlich anständiger Mann, der kann lesen und schreiben, ich kenne ihn vom Skifahren, was immer auch seine Motivationsstruktur ist, wenn er nicht in einem Jahr die Rentabilität auf Kapital, den Shareholder Value, um 10-20% heraufjagt, ist er eben nach 3 Monaten nicht mehr Präsident von Nestlé. Das gleiche für Bayer, Goldman Sachs, Deutsche Bank und so weiter. Wir sind konfrontiert mit einem System der strukturellen Gewalt. Karl Marx ist am 14. März 1883 gestorben im einzigen Lehnstuhl in seiner ganz, ganz jämmerlichen, erbärmlichen Wohnung in London, 2 Uhr nachmittags. Bis zum letzten Atemzug hat Marx geglaubt, dass, wie er sagte, das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven, die um die wenigen Güter ringen, für die Grundbedürfnisse decken, die Menschheit noch über Generationen, vielleicht Jahrhunderte begleiten würden. Seine ganze Theorie des Klassenkampfes, der epiphänomenalen Natur des Staates, der internationalen Arbeitsteilung, ist auf dieser Hypothese des objektiven Mangels gegründet. Hier hat sich Marx geirrt. Seit seinem Tod, seit 140 Jahren, hat die Menschheit eine unglaubliche Sukzession von industriellen, elektronischen, technologischen Revolutionen erlebt, die die Produktionskräfte der Menschheit ungeheuer gesteigert haben.
Und heute gibt es keinen objektiven Mangel mehr auf diesem Planeten. Heute könnte allen, ich sage nicht die immateriellen Bedürfnisse, Liebeskummer, Einsamkeit, Tod, dass wir noch lange bleiben, aber die materiellen Bedürfnisse, Zugang zu Gesundheit, zu Trinkwasser, zu rechtlicher Sicherheit, zu Nahrung, Schutz vor den Epidemien, das wäre für alle Menschen heute möglich. Ich nehme ein einziges Beispiel. Nach FAO, alle 3 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Das ist das absolute Skandal unserer Zeit. Und fast 1 Milliarde Menschen von den 7,3, die wir sind, sind schwerst permanent unterernährt, verkrüppelt. Kein Familien, kein sexuelles, kein Arbeitsleben, sind krüppelt durch permanente, schwerste Unterernährung. Und derselbe World Food Report, der die Opferzahlen gibt, die bestritten sind von niemandem, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung der Produktionskräfte problemlos, normal 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Das heißt, ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Einer der größten Siege des Raubtierkapitalismus ist die Entfremdung von Millionen Menschen in den Herrschaftsländern. Unser Identitätsbewusstsein, jedes menschliche Bewusstsein ist von allem Anfang an, wenn das Kind geboren wird, ein Bewusstsein der Identität. Wenn ein Hund einen geschlagenen Hund sieht, passiert nichts. Wir sind das einzige Lebewesen, die uns unmittelbar und sofort im anderen erkennen. Das Identitätsbewusstsein ist konstitutiv für jeden Menschen. Und Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Aber dieses Solidaritätsbewusstsein, dieses Identitätsbewusstsein ist weitgehend verschüttet durch die neoliberale Wahnidee. Und diese Wahnidee, die von den Marketingfritzen der Konzerne verbreitet wird, die sich festsetzt in den Köpfen unserer Regierenden und von vielen, vielen unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Diese Wahnidee sagt, wirtschaftliches Tun, Geschehen, ist naturgesetzlich begründet. Es gibt nur eine Instanz, die unsichtbare Hand des Marktes. Nicht Menschen, sondern Markt, nicht soziale Klassen, nicht Menschen, sondern Marktkräfte bestimmen das Schicksal der Völker und der einzelnen Personen. Und diese Entfremdung, oder wie Adorno gesagt hat, diese Entäußerung, wir sind uns selbst fremd geworden, führt zu einem ganz gefährlichen Ohnmachtgefühl bei uns. Ich erlebe das immer wieder bei jedem Vortrag in Madrid, in Paris, überall. Hebt jemand die Hand auf und sagt am Schluss, Sie haben ja schon recht, aber ich kann doch nichts tun. Man kann ja nichts tun. Diese selbstverschuldete Ohnmacht muss gebrochen werden. Und ich könnte Ihnen es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Deutschland ist die lebendigste, ganz sicher, ich kann Ihnen das sagen, ich komme aus der Schweiz und da klappt es ja nicht so, ist die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes, ist auch die 3. Wirtschaftsmacht der Welt. Das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand, demokratische Waffen, von Wahlen bis zum Generalstreik. Diese mörderische Weltordnung zu brechen. Voltaire hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur am nützt, wenn man es nicht braucht.
Und wir müssen uns bücken, um diese Waffen der Demokratie, die uns das Grundgesetz liefert, zu gebrauchen und gegen die Unterdrücker. Ich möchte Ihnen ganz kurz einige ganz konkrete Beispiele geben. Einer der Gründe, der Hauptgründe für das tägliche Massaker des Hungers, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht, bekannt für jeden, ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Ich habe genug Prozesse im Hals gehabt, ich sage es noch einmal, die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel ist total legal. Die Hedgefonds machen seit etwa 6-7 Jahren mit Reis, Getreide und Mais, das sind die drei Grundnahrungsmittel, die decken 75% des Weltkonsums, astronomische Profite. Reis ist in 5 Jahren um den Weltmarktpreis 31,8% gestiegen, der Reispreis um 38,2% und die Tonne Weizen hat sich verdoppelt. Astronomische Profite für die Hedgefonds. Und in den Slums der Welt, in Karachi, Manila, in den Favelas von Brasilien, in Carampas von Lima, sterben Millionen von Kindern mehr, weil dort die Mutter mit dem wenigen Geld, und es sind 1,1 Milliarden Menschen in diesen Slums, die mit ganz wenig Geld, das sind die extrem Armen, sogenannte extremely poor der Weltbank, und die Mutter mit ganz wenig Geld, die Nahrung kaufen muss. Und wenn die Reispreise explodieren, kann es nicht genug, sterben die Kinder. Ich rasch, ob schon die Zeit vorbeigeht, will ich eine Anekdote erzählen, die ich kürzlich erlebt habe. Auf dem Weg nach Bolivien für die UNO habe ich Halt gemacht in Lima unten, weil man oben auf 4200 Meter ankommt. Ich bin in einer Calampa vor einem Reisdepot gestanden. Bei Sonnenuntergang hat sich die Schlange der Mütter formiert. Ich bin bis Mitternacht im Reisdepot geblieben. Ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hätte. Alles Reis wurde in Plastikbechern gekauft. Dann geht die Frau nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel, dann brodelt das Wasser und dann leert sie diesen Becher ins siedende Wasser und ein paar Reiskörner verschwimmen auf dem kochenden Wasser. Und das ist die Nahrung der Kinder für den Tag. Und die gehen zugrunde. Nahrungsmittelspekulation kann morgen früh verboten werden durch einen demokratischen Beschluss. Die Verlogenheit des G7-Gipfels zeigt sich auch darin, dass in Heiligendamm vor 8 Jahren Armut, Afrika, Hunger war im Zentrum. Und eine der Beschlüsse, die mitgeteilt wurden in der Pressekonferenz, in diesem Zuckerbäckerbau da in Heiligendamm, in diesem Hotel, war, dass jetzt die G7-Staaten sich der Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel annehmen würden und die verbieten würden. Wir sind 8 Jahre später, Millionen Menschen sind gestorben, spekuliert wird mehr als zuvor. Verlogenheit der G7-Menschen. Ich könnte die Beispiele, Hunger ist menschengemacht, alle diese Mörder sind menschengemacht, ich könnte die Beispiele multiplizieren. Ich gebe nur eine, der Herr Schäuble ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort, weil er delegiert ist auf Zeit des souveränen Volkes. Wenn er im September zur Weltwährungsfonds-Generalversammlung nach Washington reist, können wir von ihm verlangen, dass er für einmal nicht für die Gläubigerbanken in Frankfurt, London, New York und so weiter stimmt, sondern für die verhungernden Kinder. Das heißt für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder dieser Welt, damit die endlich ein wenig Kapital haben. Der große Chef sagt, ich muss zum Schluss kommen. Ich werde es auch.
ist Hoffnung? Ich habe immer das Böse zu tun. Mir ist ja der Chef. Wo ist Hoffnung? Als ich jung war, vor 200 Jahren, war ich Mitglied des Büros der Sozialistischen Internationale. Damals gab es noch Sozialisten in Europa. Der Sozialistischen Internationale. Und uns jung, da war 16 Jahre lang der ganz großartige Willy Brandt, der Präsident. Und uns Jungen, dem Jospin Jankovic, der Hollande hat die Mappe getragen vom Jospin. Da hat uns Willy Brandt immer gesagt, wenn immer ihr öffentlich redet, analytisch muss alles genau stimmen. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Wenn jemand vom Platz geht ohne Hoffnung, dann hätte die zu Hause bleiben sollen. Wo ist Hoffnung? Die Hoffnung ist hier auf diesem Platz. Ist der Anfang des Gebets. Sind die zahllosen Widerstandsfronten, sind die Menschen, die Nein sagen, aufstehen. Die Solidaritätsbewegung von ATTAC bis Greenpeace, bis Via Campesina, bis Frauenbewegung. Alle diese Widerstandsfronten, diese Bruderschaft der Nacht, dieses neue historische Subjekt, die planetarische Zivilgesellschaft. Und die funktioniert nur, ist getrieben von der größten Kraft der Geschichte, wie das Russo gesagt hat. Die größte historische Kraft ist das menschliche Gewissen. Ist das menschliche Gewissen. Che Guevara hat gesagt, die stärksten Mauern fallen durch Risse und überall entstehen Risse. Karl Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Jetzt Hoffnung. Ich schließe mit einem Zitat von Pablo Neruda. Oh, wow. Unser Genosse Salvador Allende wurde ermordet in der Moneda am Nachmittag des 11. September 1973. Und drei Wochen später starb an einer Vergiftung sein engster Freund, der Poet Pablo Neruda in der Isla Negra. Und Pablo Neruda hat dieses wunderbare, epische Gedicht über die Geschichte, die Leiden, die Kämpfe der lateinamerikanischen Völker geschrieben, den Canto General. Und der Canto General, die letzten zwei Verse heißen Podem cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen.